So Leute, kleines Zwischenupdate. Und zwar nicht hier, sondern ich habe auf dem anderen weitergemacht, und zwar auf der Kohlemine. Habe dort das neue Hindernis entfernt. Ja. dort ein bisschen aufgepusht alles hier, ne? Kann man das gleich auch ein bisschen besser machen. Zack. Neuen Schacht für 48B. Hätte ich das kaufen können? Ne, hätte ich nicht. Und durch den neuen Minenschacht habe ich die Funktion Expeditionen erhalten. Wir können eine Expedition wählen. Gewöhnliche Expedition 5 Minuten. Von Emanuel Ekdal. Und wir kriegen dann irgendetwas. Wir machen mal Informationen. Erstens startet oder tritt die Expedition deiner Freunde bei, um tolle Belohnung zu bekommen. Zweitens, jeder Freund, der beitritt, verringert die Zeit, die benötigt wird, um eine Expedition abzuschließen. Drittens, du kannst deine Freunde zu deiner laufenden Expedition einladen, wenn noch Plätze frei sind. Okay. Dann warten wir erst einmal, bis die 4,5 Minuten dann noch rum sind. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz jetzt hier rein. Ich muss auf jeden Fall das boosten. Ne? 224 Millionen ist schon ganz heftig. Damit wir auch langsam einen neuen Schacht und so weiter machen können, weil hier haben wir auch halt nur 25 Schächte. 25? 15, 15, 20, 25, 30. 30 Schächte gibt es, glaube ich, in jedem. So, und hier ist genau das Gleiche. Ne? Das oberste muss halt am besten sein. Optimalerweise, damit wir das ganze Geld rausnehmen können. Genau, super. Nicht genug Cash, ja. Und da können wir das gleich verbessern. Zack. Dann haben wir jetzt einen Cash-Out von 241 Millionen und der Aufzug kann nicht zu viel tragen. Also muss man da nach und nach nachhelfen. Wenn ich dann wirklich wieder aktiv hier spielen sollte, dann werde ich auf jeden Fall das hier machen, ne? Den Videobonus wieder. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Ja. So. Und währenddessen checken wir mal die außerirdische Mine ab. Gerade wichtiger als unser normales Ding. So, 11,2 AE habe ich jetzt schon. Ja, ich will natürlich hier das Hindernis entfernen. Die 4 Stunden sind natürlich schon zeitintensiv. Und ich denke, ich werde hier den halben Tag brauchen, um das hier nochmal alles machen zu können. Und dann hier vielleicht nochmal einen halben Tag. Das ist auf jeden Fall schwierig, ne? Das ist schwierig. Deswegen kann ich hier leider nichts aufrüsten. Ich brauche erstmal die 768 AE, um das Hindernis hier zu entfernen. Guck mal gucken, der kann alles mitnehmen. Nö, nicht mal ansatzweise. Dann müssten wir ihn quasi verbessern. Ah, Fertigkeitspunkt, nice, ne? Kriege ich dann später. Eine Stunde lang zweimal Einkommen in allen Minen, 20 Supercash, dann die Fertigkeitspunkt auf Minenschacht 30 hätte ich ganz gerne noch. 16er Minenschacht, Level 500. Könnte man quasi nebenbei jetzt so ein bisschen pushen, ne? Kostet 10,8 AE, könnte ich gerade mal auf Level 89 bringen. Ja, Level 10 sind wir, 79 können wir upgraden. Schwierig. Vielleicht sollte man doch hier erst einfach mal alle auf Dings boosten. Auf mindestens 20. Was soll, damit wir dann einen schönen Boost haben? Zack. Ein bisschen mehr Cash. Jetzt haben wir 8,85, das ist okay. 8,02. Ja. Meine Ladegeschwindigkeit brauche ich das gerade? Ich weiß gar nicht. Naja, meinetwegen. Mach mal. Ob das was bringt, weiß ich gar nicht. AE, denke, so viel werden wir da nicht mitnehmen können. Überhaupt nicht. Okay, Expedition endet in 50 Sekunden. Prestige, 11 Millionen pro Sekunde Idle Cash, nice.
Brauchen wir noch 23,3 AC? Ändert sich nicht. Und bis wir AC haben, oh, das dauert noch eine Weile. Wir sind gerade mal bei Billionen. Danach kommt AA, glaube ich, ne? Im Low-Billionen-Bereich sind wir. Werde ich einfach auf die neuen Schächte gehen. Können jetzt eigentlich auch. Ah ja, meinetwegen, können wir es parallel noch machen, das ist okay. Das können wir durchaus parallel einfach noch. Huch. Parallel noch machen. Okay. Das Game sieht gar nicht so kacke aus. Muss ich sagen. 70.000 Damage. Rise of Civilization. Versuch's mal im Kopf zu behalten. Kohle-Mini geboostet. So. Doppeltes Cash, Leute. Doppeltes Cash. Kriegen wir hier oben. Na, alles, was wir hier reinbringen, kriegen wir doppelt. Das ist ganz gut. So, Expedition scheint fertig zu sein. 5 Minuten lang 10-faches Einkommen in allen Minen. Ups, da war noch irgendwas. Verdammt! Was war da? Ja, und ein anderes Ding ist noch. Epische Expedition. What? Okay, die dauert 6 Stunden. 6 Stunden 36. Ein Tag 2 Stunden. Also es gibt 4 Dinge. Fuck. Und was habe ich jetzt noch bekommen? Ich weiß noch nicht was. Sammelobjekte? Nee. Forschung? Nein, Punkte habe ich auch nicht bekommen. Ich habe es weggeklickt, so ein Mist aber auch. Ach Mensch, ist das ärgerlich. Ja, die dauern jetzt dummerweise nicht nur 5 Minuten, sondern halt auch wirklich ein bisschen länger. Also das ist halt mal 2 in einer Mine, das ist mal 10 in allen Minen, natürlich so 5 Minuten. Ich denke, wir können aber mal die starten, oder? Kriegen wir hier 2... Das ist Cash gewesen. oder irgendwas mit 2, glaube ich, hatte ich gehabt. 150 habe ich jetzt. Ich glaube, da habe ich ein bisschen Super Cash bekommen. Okay. Ja, schade, dass die nicht 5 Minuten gehen. Expedition austauschen. Nur einmal alle 24 Stunden austauschen. Ein Tag, 2 Stunden, 24. Ich glaube, das ist einfach das Beste, das mitzunehmen, oder? Ich meine, das ist nur Super Cash, das will ich gar nicht haben. Also 10-fach natürlich in allen Minen ist schon heftig. Nur 5 Minuten ist aber zu wenig. Ja, hier wäre natürlich ganz cool, Facebook zu haben, ne? Alle auswählen. Um das halt ein bisschen zu verringern. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir dann in einem Tag 2 Stunden und 23 Minuten an Belohnungen kriegen. Mal gucken. Ja. Okay, das nächste wäre dann halt das Hindernis entfernt für 76,8. Und in der Mine, achten, können wir die, haben wir die Base jetzt schon voll, die wir brauchen? Naja, 712 Millionen gerade mal, ist jetzt nicht wirklich viel. Da brauchen wir noch ein bisschen. Die müssen wir noch verbessern. Das ist ein bisschen wenig, was sie tragen können. 658 Millionen ist nicht so viel. Naja. Gut, Leute. Ich werde gleich einen neuen Schacht machen, wenn ich das hier fertig habe. Ja. 19 Millionen, kann man das auch hin zusammen? Muss hier noch ein paar Sekunden warten. Das sind 3 Stück, das sind immer 3,6 Millionen. Haben wir irgendwie ein Dings? Manager einstellen? Mach mal die Ladegeschwindigkeit verbessern. Dann dauert das nicht allzu lange. Zack, zack, zack. Ja, klar, kann man mal. Kann man zusammen machen. Kein Ding. Was haben wir hier? Upgrade-Kosten reduzieren, oder? Ja. Was ist 15,3 B. Könnt ihr alles mitnehmen, oder? Ja, sieht so aus. Dass er da ziemlich viel mitnehmen kann, oder auch nicht. Oder auch nicht.
Egal, wir haben den nächsten Schacht. Ja. Den können wir bauen und kriegen auf jeden Fall mehr Kohle, weil wir den Aufzug verbessern müssen. Klack. Neue Manager, Abbaugeschwindigkeit, sehr schön. Wollen wir mal verbessern hier, zack, oder machen. 3 Billionen. Oh, die sind auf 10 alle, sehr schön. Oh, der kommt da nicht mehr vorbei. Man muss ihn auf jeden Fall verbessern. Oder die Fahrtgeschwindigkeit versechsfachen. Dass er da schneller hochkommt. Und gleich wieder runter. Aber es bringt leider noch nicht viel. Das Lager muss verbessert werden. Sonst bringt mir das leider nicht so viel. Da wird da unten niemals hinkommen. Dann können wir erstmal die Lagerhäuser, das Lagerhaus leer machen. Haben wir hier noch Verbesserungen? 3,45 Billionen kann er halten. 17,4, das ist schon mal besser. Kann er fast alles mitnehmen. Und kann dann zum nächsten. Sind wir hier 504. Oh, die sind weit hinten. Die sind weit hinten. Da müssen wir die ein wenig verbessern. 5,36 Billionen. Ach guck mal, hier steht sogar die Prozente, wie viel das ausmacht, welcher Minenschacht hier am meisten ausmacht. 0,03, 0,01, das heißt wirklich nicht viel, ne? Müsste man ein bisschen verbessern vielleicht. Aber hier sind wir wieder ganz gut dabei. 1,58 Billionen ist okay. So, gehen wir zurück mal in unsere Eventmine. Und machen da weiter. Gucken, wie viele Medaillen wir kriegen können. So, 13,5. Ah, das hat nicht viel. Need more. Man sieht doch daran, dass wir nicht viel tragen können. Naja. 6-fache Fahrtgeschwindigkeit können wir machen. Njung! Das sieht ja auch so witzig aus. Jetzt können wir ganz schön wieder nach unten. Zack, 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 zack. Naja, 0,11 AE nimmt man mit. Ist okay. Gut, dann lassen wir noch so weiterlaufen, bis ich das Hindernis entfernen kann, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao!